Vater unser, erlöse uns von dem Bösen. Ein herzliches Grüß Gott heute zum Gedanken zum Sonntagsevangelium. Wir betrachten heute diese Worte aus dem Markus-Evangelium. In ihrer Synagoge saß ein Mann, der von einem unreinen Geist besessen war. Der begann zu schreien. Da befahl ihm Jesus, schweig und verlass ihn. Der unreine Geist zerrte den Mann hin und her und verließ ihn mit lautem Geschrei. Heute hören wir im Evangelium, wie Jesus mit einem vollmächtigen Machtwort einen Besessenen von unreinem Geist befreite. Wir können uns fragen, gibt es so etwas wie Besessenheit? Oder sind das veraltete Vorstellungen? Die richtige Antwort finden wir im Vaterunser, das Jesus uns gelehrt hat. Da beten wir, Vaterunser, erlöse uns von dem Bösen. Und das wiederum bedeutet, wie wir es im Jugendkatechismus unter der Nummer 526 lesen, mit dem Bösen im Vaterunser ist nicht eine negative geistige Kraft oder Energie gemeint, sondern der Böse in Person. Denn die Heilige Schrift unter dem Namen Versucher, Vater der Lüge, Satan oder Teufel kennt. Niemand wird leugnen, dass das Böse in der Welt von verheerender Gewalt ist, dass wir von teuflischen Einflüsterungen umgeben sind, dass in der Geschichte oft dämonische Prozesse ablaufen. Nur die Heilige Schrift nennt die Dinge beim Namen. So hören wir auch aus dem Epheserbrief: Denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die Fürsten und Gewalten, gegen die Beherrscher dieser finsteren Welt. Und so schließt der Jukert mit diesen Worten: Die Vaterunser Bitte, vom Bösen erlöst zu werden, trägt das ganze Elend dieser Welt vor Gott und fleht darum, dass Gott, der Allmächtige, uns von allen Übeln befreit. Ein Beispiel hierfür hören wir von Kain, der seinen Bruder Abel ermordete. Bevor er zur grauenhaften Tat schritt, hörte er von Gott diese Mahnung: Nicht wahr, wenn du recht tust, darfst du aufblicken. Wenn du nicht recht tust, lauert an der Türe die Sünde als Dämon. Auf dich hat er es abgesehen, doch du werde Herr über ihn. Doch leider hörte Kain nicht auf die Stimme Gottes, sondern öffnete dem Dämon des Brudermordes seine Herzenstüre. Werfen nun einen Blick auf die Welt, ganz besonders auf die Medien. Da hören wir ständig über Terroristen. Über Terroristen, die getötet werden. Und das gilt sozusagen als Rezept, um sich endlich von den Terroristen zu befreien. So haben wir weltweit unbemerkt die Todesstrafe wieder eingeführt. Das Traurige dabei ist nur, dass mit all diesen Aktionen, die Terroristen zu töten, diese gar nicht weniger werden, sondern vielmehr wie Pilze nach dem Regen aus dem Boden sprießen. Im christlichen Glauben sollten wir anders auf die Terroristen schauen. Auch sie sind Menschen. Auch sie haben einen guten Kern. Doch sie wurden verführt von den Ungeistern der Rache, des Hasses und des Mordes. Es gibt viele Zeugnisse von beherzten Christen, die mit der Vollmacht der Liebe Jesu
auf diese Menschen zugegangen sind, für sie gebetet und ihnen vergeben haben. So wurden aus Mördern großartige Menschen, manche sogar zu Heiligen. Ein bewegendes Beispiel las ich von einem Christen, der einem IS-Kämpfer, kurz bevor dieser ihn tötete, sagte: Ich weiß, dass du mich töten wirst. Doch eins sage ich dir, ich vergebe dir und schenke dir meine Bibel. Im Islam gehört die Bibel zu den verbotenen Büchern. Doch der Mörder nahm diese Bibel und begann sie heimlich zu lesen. Und die Vollmacht des Wortes Jesu traf sein Herz, sodass er sich bekehrte und zu einem guten Christen wurde. Wie wertvoll ist doch das Gebet, das der Priester bei jeder heiligen Messe nach dem Vaterunser betet. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Jesus, wir bitten dich heute für alle Terroristen, für alle Menschen, die von den unreinen Geistern des Hasses, der Unvergebenheit, der Rache, der Mordgedanken besessen sind, dass du sie jetzt mit deinem vollmächtigen Wort anrührst, dass du diese unreinen Geister von ihnen austreibst, dass du sie zu deinen Jüngern machst und dass du uns den Frieden auf der Erde schenkst. Und im Namen, in der Kraft Jesu Christi von Nazareth, der gekommen ist, um uns den Frieden zu bringen, in der Kraft des Glaubens der heiligen katholischen Kirche, auf die Fürsprache der Mutter Gottes, des heiligen Josef, unserer heiligen Schutzengel, Namenspatrone, der aller Engel und Heiligen des Himmels, binde, breche und entmacht dich alle Flüche, Verwünschungen und negativen Festlegungen, die euch und eure Familien, eure Wohnungen, eure Arbeitsstellen getroffen haben und setzt euch frei davon. Dem Namen Jesu Christi von Nazareth trenne ich alles Negative ab, was euch vor Menschen, Dingen, Orten, ihr schlechten Schriften, Bildern, Filmen, schlechter Musik übertragen worden ist. Jesus, bitte vergib uns, wenn wir irgendwo noch unversöhnt sind, wenn wir irgendwo Menschen ablehnen, vielleicht hassen. Wasch uns rein durch dein kostbares Blut. Und möge die Allmacht Gottes des Vaters, die Weisheit Gottes des Sohnes, die Liebeskraft des Heiligen Geistes euch von all euren Ängsten, Krankheiten, Leiden und Bedrängnissen heilen und befreien. Und so berge ich euch den heiligen Wunden Jesu, der Liebesflamme Mariens, im Kraftfeld der vereinten Herzen Jesu und Mariens, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit. Amen.